Mark, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. Ja, hallo, willkommen zu meinem Let's Play, und zwar zu Anno 2205. Ich habe mir die Gold Edition gekauft. Erstmal, ich heiße Stefan, aber ihr könnt mich auch Stefan nennen. Wegen meinem Dialekt, ich bin Schweizer, wollte es auch zuerst auf Schweizerdeutsch machen, aber ich denke, da bekomme ich nur komische Kommentare, oder? Also zuerst mal, ich bin da bei den Videoeinstellungen, ich habe das vorhin mal runtergezogen, habe es auch kurz angeschaut, ob es flüssig läuft und so, und dann habe ich auch bemerkt, es ein bisschen laggt unter Ultra hoch. Also wenn man hier unter Benutzer definiert, habe ich jetzt natürlich angestellt, auf Ultra hoch stellt, dann ein bisschen laggt. Also ich habe die Sichtweite rausgenommen und Shader-Qualität, dann läuft es tipptopp und man merkt keinen Unterschied, also außer man ist irgendein Detektiv, der wirklich auf die Details so genau achtet. Aber ist eigentlich auch nebensächlich, die Grafik. Also es sieht trotzdem wunderschön aus, das Spiel ist super gemacht, also Ubisoft wirklich, da muss ich euch ein Kompliment geben. Absoluter Hammer. Das Spiel selber ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Einzige Problem ist, ich denke, das wird aber noch gefixt mit einem Patch, der Sound wird ein bisschen zum Teil ja, unterbrochen oder einfach so abgeschnappt. Wenn dir irgendjemand was von Missionen oder so erzählt oder wenn du auf ein Haus klickst, die Bewohner sozusagen interviewst, puff, ist der Sound weg. Kann passieren, muss nicht, könnte man eben... Ich denke, die verbessern das schon noch. Ich meine, das Spiel ist ja gerade rausgekommen. Solange es nur das ist, finde ich es nicht unbedingt tragisch. Mache ich niemanden Vorwurf. Also, zu den Tastenbelegungen. Ist eigentlich wirklich dasselbe wie bei Anno 2070 und all den älteren Modellen. Ja. Gameplay da Deutsch natürlich. Habe ich alles eingestellt, dass so Nachrichten und so kommen, dass mich immer informiert, Bauplätze anzeigen auch, ist sicher hilfreich, gab es früher glaube ich sogar auch nicht, nee, bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es nicht gab. So, dann fangen wir einfach mal an und ja, viel Spaß wünsche ich euch, ich werde da nicht so viel reden. Okay, da sind wir auf unserer Insel.
Was ich jetzt schon gerade bemerke, wow, ist das aggressive Mausverhalten. Also des Kursors ist ziemlich schnell, also im Gegensatz zu 2070 und den alten ein bisschen übertrieben. Okay. Also da habe ich mein Schiff, das kennt ihr ja. Nehme ich mal an. Okay, ich raff jetzt aber nur nicht, wo. Wo ist das Ladeding? Das Ladevolumen vom Schiff? Sehe ich jetzt nirgends. Das finden wir sicher noch heraus. Also zuerst muss ich da mal was bauen, ne? Nehme ich an. Nehmen. Und zwar braucht es Arbeiter. Okay, da fangen wir mal an. Was ich gelesen habe, es braucht keine, wie sagt man, ja, so einen Gemeindeplatz mehr. Das habe ich jedenfalls mal gelesen irgendwo. Bauen wir mal ein paar Häuschen. Und genau das. Man soll das nur noch mit den Straßen verbinden. Jemand. Und gut ist. Das. Was war jetzt das? Ich habe ein Haus und Arbeit. Man könnte es. Ist gut, ich merke, da gibt es Soundprobleme, ja? Ich habe ein Haus und Arbeit. Man könnte sagen, dass es mir gut geht. Ja, jetzt funktioniert's. Komisch. Aber hört ihr das? Ja. Okay. Ubisoft Update bitte. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man das Spiel kauft und dann gleich die ersten zwei Minuten schon Probleme mehr. Also, bauen Sie eine Reisfarm an. So, wo baue ich die hin? Sicher nicht direkt in. Hier gleich zwei und dann natürlich eine Straße. Organische Nahrung wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Okay, und als nächstes habe ich gesehen, dass das Bauzellen sind. Also zuerst bauen wir mal so eine Sonnenblumenfarm. Zwei. Dann ist eine Baustofffabrik. Bauzellen. Gut. Das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Achtung! So, und dann bauen wir natürlich noch eine. Wie heißt das? Bio.
Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Okay, man braucht mal mehr Leute. Neue Gebäudearten verfügbar. So, ein bisschen verschieben. Das kann man jetzt wenigstens. Das finde ich sehr cool. Sehr cool. Sonst musste man das Gebäude immer abreißen früher. Ein bisschen Straße bauen. Und so, da haben wir schon eine ganz eine kleine Stadt. Ihre Bauarbeiter gehören zu den ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Da setzen wir doch gleich zwei hin, oder? Wasser kann man nie genug haben. So. Schauen wir uns mal die Insel. Aha. Aha. Ah, jetzt kann man jetzt wenigstens das Zeug mit Brücken verbinden. Das ist schon mal cool. Muss ich sagen, okay, gefällt mir. Aber die schöne Landschaft zu zerstören, ja, normal. So, ihr habt sicher bemerkt, dass man zu wenig Bauzellen zur Verfügung hat. Am besten nochmal eine Fabrik dahin. Und jetzt habe ich zu wenig Arbeiter. Ja, das sind die Arbeiter. Gut. Also ich muss sagen, das ist schon ein bisschen anders als die Alpen. Dann fahren wir mal ein bisschen rum. Bestätigt. Was ist hey, das? Hey, bitte werfen Sie mich nicht raus. Ich gehe nur meinem Hobbyprojekt nach. Geben Sie mir eine Minute. Hä?
Ja, irgendwas mit dem Sound stimmt wirklich nicht. Also hier ist die Kurzfassung. Ich erforsche alte KI-Konfiguration. Sie haben sicher von dem Father-Zwischenfall von 2070 gehört. Komplexe KI dreht durch, wirft Atombomben ab. Jedenfalls wurden danach Identitätsunterdrücker in alle KIs installiert. Deswegen sind die heutigen Modelle so vorhersehbar und stabil. Ja, langweilig, ich weiß. Aber jetzt habe ich ein untergegangenes Bauwerk entdeckt, in dem offenbar noch die alten KI-Algorithmen laufen. Ich interessiere mich dafür aus rein wissenschaftlichen Gründen. Wenn Sie mir also bei der Bergung helfen, können Sie die verwertbaren Materialien... Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Also was war jetzt wieder mit dem Sound? Ey? Okay, tut mir leid, das kann ich nichts dafür. Da müssen wir mehr Häusle bauen. Neue Gebäudearten verfügbar. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Okay, das Infozentrum, das ich jetzt bauen muss, da hat offenbar nicht mehr so einen Radius wie früher. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Wahrscheinlich braucht es nur eine Straße und dann ist gut. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Ja. Damit könnten Ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Was soll ich sagen? Bemerkenswerte Fortschritte. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Das Programm erfordert, dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Im Gange. Entschuldigung. Sie sind wahrscheinlich höheren Komfort gewohnt. Ich denke, die Aufstiegsrechte machen wir wieder automatisch, so wie es eigentlich im alten Spiel auch ist. Aber da steigt niemand auf, okay. Ja, da müssen wir wahrscheinlich wieder die Bedürfnisse erfüllen. Vitamin-Drinks. Ich wusste, dass hier irgendwas läuft. Wer ist das? Nick Papadakis von Papadakis Enterprises. Papadakis. Wenn du einen guten Deal willst, komm in mein Lager. Wettbewerbs... Ja, aber der Sound spukt wirklich übelst rum. Ich hoffe... Es liegt eher am Shadowplay.
ich weiß. Hier ist alles ganz in Ordnung, aber irgendwas... Ich bin mir selbst nicht sicher. Verjüngungskuren. Neuroimplantate, Sicherheit. Okay. Puh. Ach so. Mir wahrscheinlich so eine Mine bauen. Ja, ich wusste es. Und das ist auch eine Mine. Das ist aber cool gemacht. Muss ich sagen. Die brauchen wahrscheinlich auch Straßen. Gut, Sie haben die Komponenten für den Lift beisammen. Für das Liftkabel sind jedoch spezielle Materialien nötig, die Sie nicht herstellen können. Aber ich lasse Sie liefern. Bauoptionen erweitert. Warnung. Einstellen weitere Arbeits... Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Unterm Strich ist es ein guter Arbeitsplatz. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Neue Gebäudearten verfügbar. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. So, also, ich werde mal einen Break machen und wir sehen uns. Bis demnächst.